Damals wussten wir noch nicht, was unsere Bestimmung sein wird. Wir waren 10 Studenten, lebten ein eintöniges Leben und hofften auf eine bessere Zukunft. Keiner hätte sich denken können, was passieren würde. Demonstrationen, Unterdrückung, Festnahmen, Schüsse, Explosionen, Blockaden, Auswanderung, Asyl. Das ist, was wir in unserer Jugend erlebt haben. Diese Ereignisse haben uns gezwungen, unsere Häuser und unser Land zu verlassen. Wir mussten das Nötigste packen und uns auf den Weg nach Jordanien machen. Die Hoffnung blieb immer bestehen, dass wir eines Tages weiter studieren würden. Doch das, was wir zu sehen bekamen, hat unsere Hoffnung nahezu sterben lassen. Wir mussten etwas verändern. Wir starteten einen Aufruf bei Facebook und konnten dadurch $2000 sammeln. Von diesem Geld haben wir Spielsachen gekauft und sie an Kinder verteilt. Daraufhin gründeten wir das Molham-Team. Molham ist der Name unseres Freundes. Er wurde von Assads Miliz getötet, als er eine Hilfslieferung zu den Bewohnern einer belagerten Stadt brachte. Damals war die Hauptaufgabe unseres Teams, die Kinder glücklich zu machen. Der kalte Winter 2013 hat die zahlreichen Sorgen der Flüchtlinge erhöht. Auf unserer Facebook-Seite haben wir die Give Warmth-Kampagne gestartet. Wir haben Geld und Sachspenden gesammelt und sie an Tausende von Flüchtlingen verteilt. So wurde die Abteilung für Kampagnen zusammen mit der Abteilung für psychologische Unterstützung für Kinder eingerichtet. Während wir die warme Kleidung verteilten, trafen wir auf viele Menschen mit medizinischen und humanitären Bedürfnissen, denen das Geld für die notwendigen Behandlungen fehlte. Obwohl einige Behandlungen mehr als $10.000 kosten, konnten wir sie dennoch durch die Veröffentlichung auf unserer Facebook-Seite sichern. So entstand der Bereich für die dringenden Maßnahmen. Die Anzahl der Freiwilligen und der Orte, an denen unser Team arbeitet, ist mit jedem neuen Bereich gestiegen. Mehr als 200 unbezahlte Freiwillige arbeiten weltweit für die Flüchtlinge und Vertriebenen in Syrien, Jordanien, der Türkei und dem Libanon. Sie sind sehr engagiert und organisieren den Freiwilligendienst neben ihrem Studium. Ihre Überzeugung ist es, dass Menschenliebe unverzichtbar ist. Zu der Zeit, als viele syrische Studenten ihre Ausbildung aufgrund ihrer schlechten finanziellen Situation nicht abschließen konnten, wurde die Bildungsabteilung gegründet. Somit waren wir in der Lage, die Studiengebühren für viele Universitätsstudenten und Hunderten von Flüchtlingskindern zu sichern. Außerdem hat diese Abteilung mehrere Schulen in Syrien und eine Schule in Azal, Libanon eröffnet. Da viele syrische Kinder verwaist sind, arbeitet das Team daran, Familien ohne Finanzierer dauerhaft zu unterstützen. Die Kinder bekommen damit die Möglichkeit, zur Schule zu gehen und können ihr wichtigstes Recht erlangen, ihre Bildung. Dies ist der Bereich der Waisenkinder. Ende 2015 feierte das ehrenamtliche Molham-Team sein dreijähriges Bestehen und startete die erste Website zunächst im arabischen Raum. Mit Hilfe dieser Seite konnten Spenden gesammelt werden. Die Website umfasst alle Bereiche, in denen das Team tätig ist, und es wurden innerhalb von 3 Jahren über 8 Millionen US-Dollar gespendet. Dabei handelte es sich um Spenden von Einzelpersonen verschiedener Nationalitäten und aus verschiedensten Ländern. Als die Idee des Molham-Teams entstand, hätten wir nie gedacht, dass wir so groß werden würden und all diese Unterstützung bekommen würden. Unser wichtigstes Anliegen und unsere größte Motivation war, den Menschen der tragischsten Katastrophe des 21. Jahrhunderts in Syrien zu helfen. Heute ist unser Anspruch noch höher, denn wir wollen einer noch größeren Anzahl von Menschen helfen, wo immer wir die Möglichkeit dazu haben. Wir können vielleicht nicht alle retten. Jedoch ist es unsere Pflicht, die Menschen zu retten, die gerettet werden können. Deshalb arbeiten wir daran, die Menschlichkeit in ihnen zu inspirieren. Was für uns wenig ist, kann für die Menschen in Not viel verändern. Und wie ich Ihnen am Anfang sagte, es ist die Gnade Gottes, dass er für uns das wählte, was wir jetzt sind. Mit seiner Hilfe können wir etwas bewegen und einen Unterschied machen. Wir sind seinem Ruf gefolgt und sind dankbar, dass wir das Molham-Team sein dürfen.